Hey guys, I am Pixel Dan, and you are watching Chris-tainment. Ich habe die Kraft! Moin, ihr Figuren, sucht und herzlich willkommen bei Chris-tainment. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Pixel Dan hat mal eben so ein kleines Intro für mich geballert. Und ich bin sehr stolz. Ich freue mich da sehr drüber. Vielen Dank, Dan, dafür. Ja, warum hat Dan mir jetzt ein Intro hier vorgespielt? Ganz einfach, es geht heute um einen Tausch mit Pixel Dan. Ich habe mich schon öfters mal angesprochen, oder überhaupt so einen kleinen Haul eben, öfter schon angesprochen und erwähnt. Und jetzt kann ich das Video endlich machen. Das ist das Paket, was ich von Pixel Dan bekommen habe. Er hat natürlich auch was bekommen. Aber jetzt gucke ich erstmal oder zeige ich euch erstmal, was in dem Paket ist. Ich habe es natürlich schon aufgemacht. Ist ja klar, weil da warte ich doch nicht. Es gibt eine kleine Geschichte dazu. Und zwar, die Sache ist, ich habe etwas getauscht. Natürlich das Los Amigos 2-Pack, nur original mit dem Sticker unten, gegen eine Sache, die er übrig hatte, die er doppelt hatte. Dann hat er gesagt, hier, das kannst du gerne haben. Wenn du willst, tauschen wir das. Jeder macht sein Postage. Also Shipping und so weiter alles und dann geht das los. Ich dachte, hey, coole Sache, kannst du mir vielleicht noch einen Gefallen tun, wenn du sowieso ein Paket schickst, kannst du mir noch ein paar Figuren bei dir lokal besorgen? Ich zahle die natürlich auch, logischerweise, und die schickst du dann mit. Kein Thema, mache ich gerne. Ich sag dir, was ich kriege und dann geht es los. Hat auch funktioniert. Und ich musste auch keinen Zoll bezahlen, Gott sei Dank. Das fand ich auch schon mal sehr gut. So, was ist jetzt hier drin? Ihr seht es wahrscheinlich schon. Einmal ein kleiner Brief von Dan, also Good Journey Pixel Dan. Die anderen Sachen brauche ich jetzt nicht vorlesen, weil das ist ja für mich. So, ich habe mich ja so drauf gefreut, ich so geil, endlich habe ich mal US-Karten, das wäre so, ist so cool. Und habe ich mir natürlich gesagt, komm, schick mir einen Montana mit. Ja, und genau dann ist es so, dass Montana auf der Multilanguage-Karte rauskommt und auch in Amerika nur so rauskommt. Ich gesagt, das ist natürlich blöd. Habe ich mich so ein bisschen geärgert. Aber das ist jetzt so, ich weiß, wo die Figur herkommt, ich freue mich. Um die Figuren, um die es mir eigentlich ging, weil man die hier echt schwer kriegt, ist einmal der richtig coole Leech. Den hat er für mich besorgt. Und natürlich das Pendant in der Line, Snoutspout. Die Deluxe-Figürchen, die es in der Line gab. Darum habe ich ihn gebeten, das hat er gemacht, finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal, Dan, dass du mir die mit reingesteckt hast. Und jetzt kommt es zu dem eigentlichen Tausch. Ich muss dazu sagen, ich wollte mir das Set nie kaufen, weil ich das Set eigentlich nicht so cool finde. Wegen eben der Preisspanne, wie dafür aufgerufen wird. Aber durch diesen Tausch habe ich endlich die Möglichkeit gekriegt, das zu bekommen. Und hier ist eben Duplicate und der Leo Faker. Und das Geilste, das habe ich gar nicht gerechnet, es ist die Power-Konversion. Was heißt das jetzt? Die Power-Konversion ist ganz einfach die Version. Ich hab ihn ja schon aufgemacht. So, hier ist noch so ein Stopper drin. Da haben wir so kleine Trading Cards mit dabei. Die lasse ich natürlich zu. Da wäre ich ja schön Banane. Aber das Set ist sehr stark verpackt. Also das Artwork finde ich Hammer. Das ist so ein geiles Artwork. Das finde ich jetzt echt klasse. Das Artwork ist der Hammer. Richtig, richtig gut. Und da muss ich einfach mal sagen, vielen Dank, Dan, für dieses coole 2-Pack und für den Tausch. Oh, you are very welcome, Chris. And dude, thank you so much for hooking me up with the amazing German exclusive 2-Pack. I am so happy to have this in my collection, man. And I wouldn't be here without your help. Thank you so much. Also nochmal von mir, geile Aktion, ich fand es cool, dass es geklappt hat. Ich hatte sehr cool, mit ihm zu reden. Für mich was Besonderes, erstmal mit ihm zu skypen, beziehungsweise einen Zoom-Call zu haben und dann Kontakt zu haben, das war schon sehr cool. Und jeder von uns ist glücklich. Er hat das 2-Pack bekommen, was ich sehr cool finde, und ich habe jetzt ein Pack bekommen, was mir halt noch fehlt. Jetzt fehlt mir eben noch ein Pack, dieses 5er-Paket, aber da bin ich nicht so hinterher, das muss nicht unbedingt sein. Aber das fand ich schon cool, dass es als Tausch geklappt hat. Ich meine, Versand war jetzt immer noch günstiger, als wenn ich das jetzt hier in Deutschland gekauft hätte. Dan ist zufrieden, ich bin zufrieden und das ist die Hauptsache bei sowas. Und ich finde sowas mega cool, dass es geklappt hat, vor allem mit ihm, dass ich ihn mit ihm austauschen konnte.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Habt ihr auch so coole Deals schon mal abgeschlossen über See? Also nicht innerhalb von Deutschland, sondern über See oder in andere Länder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Es interessiert mich mal, ob ihr die Community über den großen Teich mit vernetzt habt oder auch benutzt habt. Lasst es mich gerne wissen. Ich werde mir ein paar Cases bestellen bzw. raussuchen und werde die beiden Deluxe-Figürchen mal eincasen und dieser kleine Herr kommt wahrscheinlich wieder zurück in die Box und dann irgendwo ins Regal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieses kurze Video. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen da. Schaut natürlich bei Pixel Dan auf den Kanal. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.